Was zum Teufel soll das hier? Verdammt! Lilly ist da drin. Sie haben den Auftritt meiner wunderschönen Obscura nicht gewürdigt. Vielleicht gefällt Ihnen das hier mehr. Hören Sie. Nein! Hilft mir da niemand? Mein bislang größtes Werk steht bevor. Aber Sie sind es nicht wert, es zu bestaunen. Nicht bevor Sie lernen, meine Kunst zu respektieren. Hören Sie sich Ihre Schreie an, die Echos meines Werks. Kunst respektieren, was? Es wird Zeit, Hoffmanns Theorie zu testen. Kapitel 7. Ein Auge für Kunst. Oh yeah. Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Evil Within 2. Ja, wir sind jetzt hier vorne, um genau zu sein, auf der Karte. Ich bin mal kurz hier hingedattelt, hab offscreen alles mitgenommen, auch hier in den in den Kästen dort hinten. Und ja, jetzt sollten wir es die Kunst angucken. Okay. Wird interessant, Freunde. So, endlich ist der Zug durch. Es könnte sein, dass dieser Part nur vielleicht 20 Minuten lang wird oder so, weil ich muss auf meinen Sohn aufpassen. Ist gerade der dritte Anlaufversuch. Ob es diesmal was wird, keine Ahnung. Keine Sorge, hier ist immer noch blind. Ich kam gar nicht dazu, irgendwie groß irgendwo hin. Ah, jetzt kommen wir hier hin. Ach so, ja, da war ich offscreen eigentlich. Ja gut, mit euch auch mal im Part, beim zweiten Versuch. Aber dann dachte ich mir, da hier sowieso gerade nichts zu finden ist, naja, lass ich. Hier hat es ein Bild, was ich sowieso gerade komisch fand. Hier. Das ist also seine Kunst? Das ist nur ein Foto. Nicht wirklich. Das ist nicht nur ein Foto, würde ich sagen. Hier kommen wir immer noch nicht lang. Okay. Sehr interessant. Dann wollen wir mal loslegen. Ist klar. Mist. Abgeschlossen. Ich muss einen Schlüssel finden. Habt ihr das Ding vorhin hier auch gesehen? Kann man das umbringen? Oder bringt es... Schon wieder. Ja. Nicht schon wieder, Scheiße, geht mir das jetzt schon auf den Sack. Naja, egal. Im letzten Part haben wir alles Restliche gemacht, haben sogar irgendwie haben es geschafft, alles soweit mitzunehmen, was wir konnten. Ach ja, wir müssen dann bei diesem Gebäude noch aufs Dach, ne? Ah, ja, hier haben wir keine Karte, das ist scheiße. Wie ich blöde wäre. Dumme Pute. Komm her. Ich soll die Kunst von Stefano würdigen. Aha.
Das dürfte mich näher an das Kunstwerk bringen. Mist. Aha. Ich sollte vorbeischleichen. Aha. Oh. Ja, war klar. Irgendwie macht es dem nichts. Oh, hey. Ja, klar. Mann, was bist du denn für eine Schabracke? Ha? Willst du mich verarschen? Dumme Pute. Ha. So. Nein, dumme Schlampe. So. Und nun. Geh weg. Geh weg. Ich spritz mir mal was. So. Hey, ich kann das Ding nicht umbringen. Es ist nervig, aber wahr. Das ist noch nerviger als mein Sohn. Wenn er die ganze Zeit schreit. Ja, klar. Ja, klar. Lass mich nicht mehr vorbei, du dumme Schabracke. Hey, will die mich verarschen? Ja, klar. Zum Glück bin ich nicht gerade auf den Kopf gefallen. Genau. Genau. Ja, genau. So. Ja, genau. Du bist doch ne Hardcore-Schabracke des 11. Jahrhunderts. Hä? Ja, genau. So. Dreh um. Ja, nee, ist das umdrehen. Schabracke. Oh, hi. So. Jetzt sollte sie mich eigentlich nicht gesehen haben. Und wenn sie wieder umdreht, gehe ich mal ans Tor und mache auf. Mann, ist das eine dumme Pute. Die verstreicht einfach mal 10 Minuten, Mann. Nö, geh weg. Ich vertrau dir nicht. Ich bleibe in der Ecke stehen.
Ich bin nicht behindert. Nein, vergiss es. Ich bin nicht schwer von KP. Ich weiß, dass du mich nur hervorlocken willst. Der wartet genau dort. Und guckt dann wieder durch. Wenn er zurückrennt, muss ich nach vorne rennen. So. Sorry. Scheiße, ne? Hoffentlich war's das erstmal mit diesen Dingern. Ne, ich glaube, im anderen Raum wartet dann auch noch so eins auf uns. Oh Mann. Da ist es ja. Tja, und ich muss kurz eine unprofessionelle Sache tätigen, und zwar meinen Sohn ruhig stellen, weil ja. Er hat im Moment ein bisschen Krämpfe wieder und ich muss auf ihn aufpassen, deswegen bis gleich, komm gleich wieder. So, bin wieder da. Och, ist der zuckersüß. Er konnte nicht mal, wie soll ich sagen, er war noch am Pennen eigentlich. Er ist nur am Schreien gewesen, wahrscheinlich eben wegen Krämpfen. Der dauert mich, also der, also ich bedauere ihn teilweise dafür, dass er nichts machen kann, ne? So, jetzt muss ich mir noch kurz meine Kopfhörer reinknallen. Jetzt bin ich gespannt. Was passiert hier? Und ruhigstellen ist so ein hartes Wort, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Eher muss ich sagen, dass ich ihn jetzt ein bisschen gekrault habe am Bauch, um ihn ein bisschen wieder beruhigen zu können. Und diese elektrischen Drähte gefallen mir gar nicht. Okay. Hoffentlich hatten sie recht mit dem Zerstören. Ja. Definitiv. Und nun? Wo soll ich rein? Da rein komme ich nicht. Das ist super elementar geil. Vor allem, da mein Sohn wieder anfangen könnte zu schreien und wir nirgendwo hinkommen. Das ist nicht gerade cool. Okay. Und das steht hier. Ha. Ich komme da aber nicht rein. Never. Forget it. Außer ich würde Strom aushalten, aber ich denke mal nicht. Ach so, hier. Los geht's. Oh yeah. Es verbrennt wie Rubiks Bild damals in DLC. In dem das Werk dieses Freaks zu zerstören war Balsam für die Seele. So. Jetzt fehlt nur noch eins.
Ja. Ja, ja, ich hab das letzte schon. Scheiße, bin ich froh, dass wir hier draußen sind. Hier haben wir noch eine Spritze, die ich mir aber sofort wieder einverleiben darf. Meine Herren. Die spinnen doch. Hier nochmal dasselbe in Grün, sicher nochmal mit dieser alten Photoshop-Racke, wo ich mich wieder verstecken darf. Naja. Aber ich bin, also noch was so zu kleinen Babys. Also ich finde kleine Babys am anstrengendsten, wenn sie dann so im Alter von 6, 7 sind, sind sie dann wieder echt Hammer. Weil ich meine, mit meiner Tochter kann ich reden. Ich meine, die schnallt, wenn ich mit dir rede, was ich möchte und so weiter. Das schnallt ein Baby nicht. Und das ist das, was ich am meisten hasse an Babys. Dass man nicht mit ihnen reden kann und auf sie zureden kann, richtig. Klar, man kann immer mit Babys reden, aber es hat nicht denselben Effekt, wie wenn man jetzt mit einem 7-jährigen kleinen Mädchen oder Jungen redet. Ne? Ist ja auch verständlich. Ja. Und wo rein? Muss ich das verstehen? Oh, jetzt ja Lullis. Ha. Das war jetzt Schnieke. Warum es jetzt hier wieder irgendwie neue Viecher hat, weiß der Geier. Aber ich bedanke mich mal herzlich dafür. Schreddere die und verleibe sie mir ein oder so. Ich bin ja froh, habe ich ihn jetzt wieder schlafen gekriegt, weil sonst pennt er wieder rum gar nicht teilweise. Ist dann auch nicht gerade so förderlich. Mein guten Boy. So, gib mal her. Ha, Rauchpulver. Waffenteile. Yo. So weit, so gut. Wo sind wir überhaupt hier? Ach so. Könnte sein, dass es auf der anderen Seite reingeht. Hier. Ha. Dahinter waren wir sicher auch schon. Ja. Na dann. Bringen wir es zu Ende. Definitiv. Ach. Ja, genau dasselbe in Grün wieder, ne? Nur andere Räume. Nicht wahr? Du wirst Kunst. Du wirst Teil meiner Obscura. Nicht wirklich. Nein. Stabiler als Ton, weicher als Marmor, wirklich das perfekte Medium. Ach, so kann ich mich nicht konzentrieren. Eine Skulptur braucht keine Zunge. Okay, Freunde. Jetzt sind wenigstens normale Monster unterwegs, die wir auch noch besiegen können. So. Ach, wunderbar. Ich bin der Jumpscare. Oh yeah. Definitiv, ich bin ein Jumpscare. Wenn ich komme, erschrickt jeder. Nicht von meiner Hässlichkeit, keine Sorge.
Sorry. Huh. Oh. Hi. Wehe, die kommen jetzt von hinten, ne? Ja, komm. Kleiner Lolli. Okay. Wir können sie eigentlich auch über den Haufen schießen. Am besten so. Jop. Tat's weh? Ich glaube ja, ne? So. Wunderbar. Wenigstens haben sie sich nicht das gleiche für beide Teile einfallen lassen. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv gewesen. So, warum laufst du so langsam? Gehört das dazu? So. Schlüssel haben wir wenigstens. Jetzt hoffe ich, dass wir auch noch durchkommen. Ja, genau. Nicht schon wieder. So. Ja. Yeah. Hä? Hä? Du kleiner Lolli, jetzt soll ich von der anderen Seite rum, ne? Jetzt wird's lustig. Kleiner Gonzales. Ja. Wunderbar. Tschüssi. Okay. Beide zurück. Zerstört. Das dürfte funktioniert haben. Ja. Zurück zum Theater. Mal sehen, zurück. Ob ich reinkomme. Zurück zum Theater. Und ein bisschen noch upgraden, würde ich sagen, mein Freund. Hä? Aha. Ach so. Ei. Man kann ja ordentlich viel Scheiße bauen. Wenn man die Gegner dazu hätte. Naja. Wir gehen zuerst mal zum Unterschlupf, würde ich sagen, weil danach gibt es keinen Unterschlupf mehr und aufs Dach, also wegen dem Dach, werde ich jetzt sicher nicht irgendwie, ja. Eine große Ausnahme machen. Die könnte ich mir, falls mein Sohn früh angibt, immer noch irgendwie wieder beschaffen, beim nächsten Mal, wenn ich es versuche aufzunehmen, so. Am besten jetzt mal durch den Spiegel. Ach ja, hier war ja auch noch was. Oder nicht mehr? Nö. Na dann. Bevor wir ins Theater gehen, aufrüsten. Haben wir sonst noch irgendwas gefunden, was wir besprechen könnten mit Kidman? Nee. Das heißt, ab zu Tatjana. Was? Kätzchen, hast du was für mich? Oh. Du bist aber ein liebes Kätzchen. Das ist das zweite Mal, was gedroppt wird hier. So, Waffenverbesserung. Ha.
Soweit, so gut, Freunde. Wir sollten uns so nicht mehr treffen, Detective. Warum nicht? Ist doch alles prima so. Athletik habe ich eigentlich praktisch alles richtig gemacht schon. Könnte ich eigentlich auch gebrauchen, aber es kostet halt auch 12.000 und dann habe ich gleich nichts mehr. Gesundheit. Lassen wir noch. Dann. Wegtreten. Dann machen wir das so. Und dann passt das. Dann machen wir den ultimativen Damage. Und können im nächsten Part direkt abgehen. Aber der Übergang ist einfach auch grandios. Es fühlt sich noch flüssiger an als im ersten Teil. So, ja gut, wir haben eigentlich durch. Egal, ob mein Sohn jetzt schreit oder nicht. Ein Auge für Kunst passt auf jeden Fall. Ich denke jetzt nicht, dass meine Capture Card irgendwie spinnt gerade. Hä, ich würde lachen, wenn es jetzt so der Fall wäre. Aber egal. Wir haben jetzt noch ein Date mit einem Dach. Na? Dann steigen wir dem doch mal aufs Dach, dem guten Gebäude. Sind hier wieder irgendwelche Vollpfosten? Oder bin ich jetzt komplett wieder ohne solche Idioten on the road? Gefällt mir. Die Leiter meinte ich. Sieht mir ein bisschen comic-lastig aus, so wie bei The Walking Dead, The Telltale Series. So. Das meinte ich. Die kleinen Dinge, die kann ich auch immer wiederholen. Das ist eher nur so als Vorrat gedacht. So. Und ab hier können wir dann im nächsten Part weitermachen. Hallöle, ihr kleinen Banausen. Finden wir hier noch was? Bin ja mal gespannt, was wir im Theater so erleben werden. Da hat's noch was. Schießpulver. Okay. Interessant. Tja, und im nächsten Part gehen wir in diesem Fall durch diese Türe. Schauen mal, was sich dahinter verbirgt. Und ja, wird auf jeden Fall creepy hier im Theater. Tüdelü.